Auf dem Weg zum Kloster Andechs geht's kurz vorher rechts in die Kerschlacher Straße zum Parkplatz, von wo es dann zur Stephanskapelle geht, dann weiter zum Mesnerbichl und vorbei am oberen Weiher und Andechser Weiher zum Parkplatz. Am Parkplatz am Eisweiher gibt es genügend Platz zum Parken. Wir gehen den linken Weg, da wir unsere Runde im Uhrzeigersinn machen wollen. Hier müssen wir einen Abstecher zu den Milchproduzenten für den Käse machen. Bis zur Stephanskapelle führt der komfortable Forstweg über offenes Gelände. Da gibt es aber nichts bei uns. Diese freundlichen Rindviecher sind keine Kühe. Jetzt müsste bald die Stephanskapelle kommen und wäre am Weg nicht dieses Schild, würde manch Wanderer diese übersehen. Ganz unscheinbar steht die Kapelle auf dem Stephansbichl und da diese verschlossen ist, nehmen wir unmittelbar unterhalb die Abzweigung nach Süden ins Naturschutzgebiet. Im Bereich des Naturdenkmals Mesnerbichl haben wir freien Blick zu den Alpen. Ein Bichl, wie beim Mesnerbichl und Stephansbichl, ist eine alte Bezeichnung für einen Hügel. Noch gehen wir auf komfortablen, breiten Forstwegen. Es kommen immer wieder Plätze mit herrlicher Aussicht auf die schöne Landschaft. Leider sehen wir von der Vielfalt der seltenen Pflanzen jetzt Mitte Oktober nicht viel.
Wir kommen zum oberen Weiher und Andechser Weiher mit herbstlicher Stimmung. Direkt bei den Weihern, hier der obere Weiher, der größere der beiden, muss man sich mit der Orientierung ein wenig zurechtfinden. Nicht weit ist es zum kleineren, dem Andechser Weiher. Beide Weiher liegen sehr idyllisch, etwas versteckt im Wald. Kurz vor unserer Rückkehr öffnet sich noch ein Blick von der Seitenmoräne auf den Ammersee. Heute ist was los. Jede Menge Autos stehen jetzt am Parkplatz.